Herzlich willkommen zum allerersten Item Shop der Fortnite Season 9 am 10.05.2019. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, schreibt mir mal unten in die Kommentare rein, wie gefällt euch momentan Season 9, wie gefallen euch die Änderungen. Spiel ist viel, viel schneller geworden aktuell. Schauen wir mal hier in den Item Shop rein und da haben wir ein neues, geil, eine geile Lackierung, animiert und einen neuen Skin, den Krypto. Fangen wir auf der rechten Seite an, hier mit diesem Leuchtflug für 500 V-Bucks. Das ist jetzt nicht der Oberbringer, aber ist halt so ein bisschen Neon-Style, ne? Kriegt von mir 4 von 10. Da haben wir momentan 2,85 von 5 bei 13 Votes. Am 4. Mai 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 12 mal 10 Reminders für 500 V-Bucks. Hier der Glowrider oder Leuchtflug. So, dann haben wir das Mimenspiel. Für 500 V-Bucks geht von mir 7 von 10. Und da haben wir momentan hier ein Voting von 4 von 5 bei 7 Votes. Am 10. Dezember 2018 ist das erstmal drin gewesen. Dreimal seitdem 22 Reminders. Ja, dann schauen wir doch mal in das neue Voting rein vom Shop heute. Das müssen wir auch wieder einblenden. Alles ziemlich ausgeglichen. 888 Love It, 806, jetzt 811 It's Meh und 992 Hate It. Dann haben wir den Scherpen Feldwebel. Sorry, aber das Ding ist jetzt überhaupt nicht so meins. Kriegt von mir 4 von 10. Und der Sage Sergeant hat hier momentan 2,88 von 5 bei 26 Votes. Am 2. März 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Seitdem 17 Mal. 26 Reminders. Mega geil. Voll ablachen. Für 500 V-Bucks. 9 von 10. Ich finde das Ding einfach nur mega geil. Love it up. Und da haben wir hier 3,82 von 5 bei 33 Votes. Am 4. Juni 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Seitdem 10 Mal. 96 Reminders. Die Filethacke. 7 von 10. Teil des Sushi-Sets für 800 V-Bucks haben wir hier 3,89 von 5 bei 28 Votes. Am 19. August 2018 ist das erste Mal drin gewesen, seitdem 9 Mal 23 Reminders. Die Raufboldin, ich finde diesen No-Skin, der da drin steckt, nicht wirklich gut aussehend. Also, ist halt so ein Marine-Ding hier. Für 1200 V-Bucks vor allem. Kriegt von mir 3 von 10. Da haben wir hier 3,54 von 5 bei 24 Votes. Am 3. November 2017 das erste Mal drin gewesen. 21 mal 29 Reminders. So, dann kommen wir hier zu den... Ja, da habe ich eigentlich schon fast mit gerechnet, dass die heute irgendwie reinkommen. Also wieder reinkommen. Oblivion für 2000 V-Bucks. Ein legendäres Outfit. Passt halt extrem gut in diese neue Season 9 rein, der Oblivion. Deswegen kriegt der Oblivion von mir jetzt 9 von 10. Passt halt jetzt echt mega, ne? Hier 4,35 von 5 bei 92 Votes. Am 8. Juli 2018 ist das erstmal drin gewesen. 9 Mal seitdem 150 Reminders. Dann haben wir den Kriterion, auch der passt jetzt viel besser, ich fand den nie so wirklich gut aussehen. Jetzt kriegt er von mir 8 von 10, ein bisschen schlechter bewertet als der Oblivion. 8 von 10 Kriterion und Kriterion hat hier, der ist aber immer noch schlecht bewertet,
2,89 von 5 bei 115 Votes. Am 6. Juni 2018 ist auch das erste Mal drin gewesen. 8 Mal, seitdem 37 Streamer in das. Dann haben wir einen Terminus. Ja, wenn man sich jetzt mal wirklich diese Klasse für 1200 V-Bucks, diese geilen Gleiter anguckt, auch jetzt, der jetzt hier mit dem Battle Pass schon wieder vergeben wird, da schneidet der Terminus natürlich extrem schlecht ab, muss ich sagen, für 1200 V-Bucks. Deswegen kriegt der Terminus von mir jetzt hier nur 6 von 10. Den braucht man jetzt eigentlich gar nicht mehr so wirklich. Ich meine, er sieht nicht schlecht aus, aber ey, guckt euch mal diesen neuen Gleiter an der Season. Also letzte Season, okay, jetzt diesmal. Also hier noch die Noten 4,44 von 5 bei 18 Votes am 8. Juli 2018. Auch das erste Mal drin gewesen, 9 Mal, seitdem 36 Reminders. Soll nicht heißen, dass er schlecht aussieht. Ich finde halt den aktuellen Gleiter deutlich viel besser und den kriegst du im Battle Pass. So, wenn ich mir jetzt überlege, hier, das Teil kostet 1200 V-Bucks, dafür kann ich mir auch den Battle Pass holen und dann kriege ich noch viel mehr mit hinzu. So, ist jetzt nur mal so meine Meinung. Was meine ich damit? Ich meine hier damit diesen, wo ist er denn? Diesen Gleiter hier, der Turbo Drall, ja, finde ich geiler als den Terminus. Und ist hier im Battle Pass mit drin. Aber ist Geschmackssache. So, jetzt gehen wir wieder zurück in den Item Shop. Dann haben wir jetzt die neue Lackierung hier, Enigma. Oh, für 500 V-Bucks. Das sieht schon echt cool aus irgendwie. Gucken wir mal hier rein. Aber habt ihr gesehen, Grafikbug. Ne? Hier, guckt da. Das dürfte eigentlich gar nicht mit zu sehen sein. Aber das sieht schon cool aus irgendwie. Ja, gut. Das müsste komplett blau werden, ne? Irgendwie. Hier bei der Pump sieht es schon echt spannend aus, ne? Ja, die Lackierung ist interessant. Also ist wirklich interessant. Die Farben. Dieses rosa. Beim Bogen. Ja, sorry, also für den Bogen hätten sie es anpassen müssen. Ne? Hier siehst du halt gar nichts. Das war jetzt immer nur dieser vordere Bereich ist, der da blau wird. Das ist ein bisschen verbuggt hier, würde ich mal sagen, beim Bogen. Also Enigma auf jeden Fall eine coole Lackierung, kriegt von mir 7 von 10, auch wenn ich kein Fan von Rosa bin. Aber das sieht echt ganz cool aus irgendwo. So, Enigma ist hier dann mit Sicherheit. Ja, da. Oh. Oh. 4,75 von 5 bei 4 Votes. Jo. 5 Reminders jetzt schon für 500 V-Bucks. Enigma. Dann sind wir beim Krypto. Der neue. Oh. What? 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 Alter. What? Dieses Backpack. Also ich habe, erst habe ich diesen Krypto gesehen, dann habe ich noch gedacht, naja, das sieht jetzt nicht ganz so. Ja, aber das hier. Holy shit, sieht das geil aus. Mit der Wirbelsäule hinten dran. Ey, dieses Backpack ist ja. Das ist ja. Genial! Spektralwirbel heißt das Teil. Das ist ja crazy shit. Also, für 1200 V-Bucks, sorry, aber alleine schon nur wegen diesem Backpack hier hinten. Das sieht man jetzt nicht. So, warte mal. Nur alleine wegen diesem Backpack. Der kriegt jetzt von mir 9 von 10. Das ist geil. Das Teil ist echt geil. Für 1200 V-Bucks. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, wie eure Noten für den aussehen, aber das ist geil. 4 von 5 bei 3 Votes und 2 Reminders bis jetzt.
So, dann schauen wir jetzt mal hier wieder hinten rein. Wie sieht es jetzt aus? 1024 Love It, 943 It's Meh und 1140 Hated. Hated noch ein bisschen minimal mehr, ist aber diesmal ziemlich ausgeglichen, der Shop. Ich finde dieses Teil hier hinten richtig geil. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Leute, schreibt auch rein, wie gefällt euch die neue Season? Ja, seid ihr. Ja, ich mach oben so eine kleine Umfrage rein. Würde mich echt mega interessieren. Bitte mal beantworten. Na, macht's gut, bis dann und tschüss.